Basso. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Poetry Slam, eine schöne Sache, eine schöne Kunstform auch. Und wenn man die richtig ja, passioniert betreibt, dann kann das schon fast religiöse Züge annehmen und sogar eine Glaubensfrage daraus erwachsen. Und genau darum geht es im folgenden Text. Und der enthält, weil es auch um das Thema Glauben ein bisschen geht, das ein oder andere religiöse Wortspiel und er erzählt von einer Begegnung. Ja, ich war mal mit dem Zug unterwegs zu einem Slam, habe so meine Texte in der Hand und da saß mir ein junger Mann gegenüber. Hinter ihm saß der alte Mick mit seiner Essensration. Also der junge Mann hatte definitiv Mick-Rationshintergrund. Und er versuchte gerade die Gunst einer jungen Dame zu gewinnen. Natürlich auch die feine englische Art. Hello, who are you then? Die Gute war ziemlich unbeeindruckt und stieg schon bei der nächsten Haltestelle aus. Und verzweifelt rief er ihn nach. Hey, wo willst du denn hin, du? Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, was der junge Mann aber gar nicht lustig fand. Ey, was ist so witzig, Alter? Hast du ein Problem? Nein, danke. Alles in Buddha. Aber mit der Anmache wird das nichts tun. Außer du willst immer wieder einen Korb. Mit den Sprüchen, Kisten. Was willst du überhaupt, du spießiger Vogel mit deinen Zetteln? Ja, was soll das? Ja, ich meine, lass mich doch hier das machen. Ja, er war wirklich in Fahrt, richtig wütend sogar. Du geh doch heim und guck weiter Kunstsendungen auf Arte. Du bist bestimmt so einer, der wo sein Studentenfutter zum Programm von Arte isst. Was ist das da überhaupt? Hier, schreibst du Gedichte oder was? Ja. Was bist denn du für eine Pussy? Warum hältst du mich für eine Katze? Bewege ich mich so geschmeidig? Geschmeidig bewegen? Bist du schwul oder was? Nein. Du? Alter! Pass auf, was du sagst. Das tue ich. Aber du, jetzt entschuldige bitte, ich muss jetzt echt das nochmal durchgehen. Ich muss nachher noch auftreten. Oh, entschuldige bitte. Aber wenn du so weitermachst, dann kannst du gleich mal ein neues Testament machen. Weil dann muss ich sofort auftreten. Dann senkte er die Stimme, er wollte wohl bedrohlich klingen. Auftreten auf dich. Hey, nettes Wortspiel. Nur die Stimmlage war ein bisschen tief. Hört sich fast wie eine Bassstimme im Chor an. Was ist mit Koran, Alter? Nix, ich find Singen cool. Aber jetzt lass mich das doch mal durchgehen. Ja, ich muss nur einfach noch mal ein bisschen üben. Ich möchte auch noch eher einfach nur slammen. Ich wurde ganz freundlich. Oh, du Moslem! Cool! Ich in meinem Text versunken. Ja, und da muss ich jetzt gleich hin, also lass mal die Kirche im Dorf. Ja, und ich muss das jetzt echt noch mal durchgehen. Und das fände ich jetzt, wenn du mich jetzt auch noch mal übel so würdest, das fände ich jetzt echt Moschee. Oh, hier ist die Moschee! Poetry Slam. Was ist das? Wie schreibt man das? Sag nochmal langsam. Poetry Islam. Ah, coole Motto-Party. Boah, der Islam. Ja, so in der Art. Ey, korrekt, kann ich mitkommen? Ja klar, wieso nicht? Vielleicht kannst du ja auch mal mitmachen mit dem ein oder anderen Wortspiel oder so. Verstehe ich nicht. Aber egal, Hauptsache du und ich sind Moslemme. Ja, dann gingen wir dahin und der Slam kam. Ja, und mein neuer Kumpan war fasziniert von der Wortkunstwelt. Und die Poetry-Slam-Szene ist ja auch wie eine große Familie, die zuweilen aber schon wirkt wie eine Glaubensgemeinschaft. Nur dass sie eben keinem abstrakten Gott, sondern dem Wort huldigt. Und die Slam-Poeten sind die Jünger, vereint im Glauben an die Kraft des Wortes, daran, dass Verständigung und Miteinander so viel mehr Brücken bauen, als Angst und Ignoranz zerstören können. Und mein neuer Kumpan beschloss, auch einer von uns zu werden und sein wortsmäßiges Talent freizulegen. Seitdem tritt er auch regelmäßig auf. Sein Markenzeichen, er trägt immer ein Kopftuch als Mahnmal gegen religiöse Unterdrückung und für Gleichberechtigung. Und natürlich hat er auch einen coolen Künstlernamen.
Islam, Poetr Islam. Ja, und so wie er hat jedes Geschöpf seine ganz eigene Weltsicht. Und das ist auch gut so. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich slam. Ja, this is why Islam, I slam. Und ja, es ist wirklich schön, dass wir so verschiedene Meinungen haben und als ein Jünger des Wortes, glaube ich, fest daran, dass wir uns auch trotz unterschiedlicher Meinungen verstehen und zu einem friedlichen Miteinander finden können. Also bitte, glaubt doch, was ihr wollt.